Ein Applaus auf jeden Fall für unseren Zahner hier. Gerade wollte ich sagen, dass wir als Beschäftigte in der Wissenschaft, im Erziehungs- und im Bildungssektor massiv von den Preissteigerungen betroffen sind, insbesondere die wir prekär beschäftigt sind, die in ausgegliederten, also ausgesorgten Trägern arbeiten, in Teilzeit arbeiten, Minijobs haben, befristete arbeiten etc. Wir haben jeden Tag mit dem Reallohnverlust zu kämpfen, insbesondere auch, weil unser letzter Tarifabschluss Ende 2021, als die Inflation schon bei 5% lag, so ausgegangen ist, dass wir erst mal 14 Monate gar keine Lohnerhöhung bekommen haben. Jetzt im Dezember kriegen wir 2,8% mehr. Das ist irgendwie ein bisschen lächerlich bei einer Inflation von 10%. Beim TVED und all den Konzernen, die der Kollege gerade schon erwähnt hat, darf das auf jeden Fall nicht mehr passieren. Mal gucken, ob das auch so ist, weil währenddessen unsere Gewerkschaftsführung Verbündete haben, die die Ampel beraten, beispielsweise in der Sache der Gaspreisbremse, aka der Entlastung der Großindustrie. Die sitzen in der Expertinnenkommission und versuchen auszuhandeln, dass wir einfach nur ein bisschen mehr, ein bisschen früher bekommen. Aber statt sich mit KrisengewinnerInnen, mit CEOs, die in den letzten Jahren Milliarden Gewinne eingefahren haben, für so Pseudo-Entlastungen und Steuergeschenke zusammenzusetzen an einem Tisch, wie es der DGB ja auch im Rahmen von der sogenannten konzertierten Aktion macht, brauchen wir politische Mobilisierung mit politischen Formen für eine ganz andere Politik. Mit der aktuellen Gaspreisbremse wird Konzernen, zum Beispiel auch Rüstungskonzernen, viel mehr geholfen als Privathaushalten. Sie kriegen es viel billiger, also das Gas, und viel früher als wir. What the fuck? Während also Schulen auf 19 Grad heruntergeheizt werden, gibt die Ampelkoalition 200 Milliarden Euro aus dafür, dass Panzer weiter produziert werden können. Und 200 Milliarden Euro könnte man 14 Jahre lang ein 9-Euro-Ticket finanzieren. 14 Jahre lang! Damit wir selber demokratisch entscheiden können, wer wann wie viel und auch welche Energie kriegt, also weder Gas noch Kohle noch Atomkraft, müssen die Energieunternehmen verstaatlicht und in unsere Hände überführt werden, und zwar entschädigungslos. Warum sollten wir auch Leuten, die noch nie so viele Profite gemacht haben, wie jetzt Entschädigungen zahlen? Schulen heizen statt Panzer bauen. Die GEW, die einzige Gewerkschaft ist im DGB, die sich gegen die Aufrüstung stellt, mobilisieren. Außerdem wollen wir alle hier anwesenden Gewerkschaftsmitglieder ermutigen, jetzt in die Offensive zu gehen, unsere Forderung zu unterstützen und sich wieder in den Betrieben aufzubauen. Heute erreichen wir nämlich leider viele nicht, die unter der Inflation leiden, die AfD aber schon. Gegen uns, wir sind 6 Millionen DGB-Mitglieder, sind die paar Nazis von vor ein paar Wochen, die literally hier waren, aber nichts. Lasst uns gemeinsam gegen sie kämpfen. Organisiert euch, wehrt euch, seid solidarisch. Werdet Gewerkschaftsmitglieder und nutzt die Gewerkschaften. Und lasst uns dann die Gewerkschaften gemeinsam wieder zum kämpferischen Organ machen, die sich nicht mit den Bauern